herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und jetzt geht's mit dem neuen Projekt so richtig los. Wenn du noch nicht hier warst, dann freue ich mich erstmal schon mal, dass du es jetzt hierher geschafft hast. Und ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like, Ideen, alles, jede Form von Austausch, immer her damit. Wenn du dich jetzt fragst, warum sie so ein bisschen komisch redet, nein, es ist der 1.1.2023. Dieses Video wird natürlich ein paar Tage später erscheinen. Meine Neujahrsansprache, die habe ich so getimt, dass sie zum 1.1. wirklich kommt. Neujahrsansprache ist auch ein bisschen viel gesagt, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Jetzt möchte ich hier direkt mit euch einsteigen. Es ist, ja, wie ich schon gesagt habe, der 1.1.2023 und es ist kurz nach 9. Ich bin echt aus dem Bett gefallen, das hätte ich nicht gedacht. Aber wenn man schon so früh im neuen Jahr aus dem Bett fällt, dann kann man das gleich in was Sinnvolles umwandeln. Und was ist sinnvoller, als ein neues Journal zu beginnen? Und das Ganze auch noch mit dem Zweck, einen ganz lieben Menschen zum Geburtstag zu beglücken. Genau, das wollen wir jetzt tun. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, mal abgesehen von meinem Kaffee, den ich heute Morgen auch wirklich dringend brauche. Abgesehen von meinem Kaffee, den ich vorbereitet habe, habe ich hier schon mal ein bisschen von dieser schönen Wolle zugeschnitten. Ich habe mir einen Rahmen aus Wellpapp-Gedöns gemacht. Und ich habe hier, schon mal so ein Büchlein vorgefertigt. Was will ich damit machen? Dieses Büchlein soll später, und zwar muss ich jetzt einmal das Buch greifen. So. Dieses Büchlein soll später auf dieses Buch, und zwar draufgeklebt werden. So rum. Ist die Schrift richtig rum? Ja. So, das werden wir allerdings erst, das Aufkleben werden wir erst später machen, einfach deswegen, damit wir hier in Ruhe drin arbeiten können. Weil ihre Seiten sind alle noch roh, die sind noch nackig, unbearbeitet und das soll sich natürlich ändern. Und dieses Buch soll hier drauf wohnen, soll mit dem Rahmen hier so. Und dann habe ich mir Stöckchen gesucht im Garten. Die möchte ich hier als Verschluss draufsetzen. Das heißt, im Endeffekt muss diese Kante hier recht weit rüber, auch mit dem Schleifchen. Muss ich nochmal gucken, ob ich das noch irgendwie fixiere oder nicht. Und dann sollen diese Stöcker hier quasi diese Verbindung bilden. Hier kommt noch eine Schleife hin und dann kann man das Buch so aufklappen. So habe ich mir das gedacht und natürlich, jetzt ist es noch nackig, da ist noch nicht viel drauf. Da werde ich noch ein bisschen was tun. Hier drumherum werde ich noch ein bisschen Stamperia-Papier haben, sodass das nicht so Gold auf Gold oder Braun auf Braun ist, sondern dass hier wirklich noch so ein bisschen dieses wunderschöne Infinity Cosmos sichtbar ist. Aber auch das werden wir erst Stück für Stück tun. Dieses Ding hier machen wir fertig, so komplett, dass wir das zum Schluss, wenn das Journal komplett fertig ist, nur noch draufsetzen müssen. Genauso soll dieses Stück hier auf den Rücken, und da kommt auf den Buchrücken auch noch Stamperia-Papier, dass das sich richtig schön abhebt. Die Vorbereitung machen wir jetzt. So, erstmal darf das Buch hier wieder gehen, ohne mir die Fäden zu klauen. So, weil falls ihr euch wundert, ich wusel hier durch die Gegend. Entschuldigung. Ich habe in meinem Bastelzimmer ein bisschen umgeräumt. Ich habe hinter meinem Schreibtisch einen Katzenbaum stehen, damit meine lieben Katzis nicht immer auf meinem Schreibtisch rumliegen, wenn ich bastel, weil sonst kann ich nicht basteln mit so einer dicken Katze auf dem Tisch. Oder großen Katze. Entschuldigung, bitte, ich höre es schon wieder sich beschweren. Dementsprechend, wenn die Katzen gerade nicht da sind, ist das ein wunderbarer Ablageort für zum Beispiel angefangene Bücher. So, jetzt haben wir hier ganz viel gequasselt. Jetzt geht's hier in die Bit. Und zwar, ja, ihr habt gesehen, das Buch habe ich fertig gemacht. Ich habe Stamperia-Papier genommen. Ich habe hier einfach ein paar gefärbte Seiten genommen. Und habe das hier auf den Goldglitzerstoff genäht. Ich musste mein Papier hier ein bisschen verlängern, damit es einfach vernünftig im Rahmen ist. Also der Rahmen soll ja auch vernünftig ausgefüllt sein. Und das soll dann auch hinterher stabil sein. Es wird mehrfach auf und zu gemacht. So, dementsprechend, ich habe es verlängert. Hier sieht man die Verlängerung. Ja, also man sieht sie, aber es ist halt nicht so ein unangenehmer Cut durch diesen Stoff.
Ja, was habe ich jetzt schon noch vorbereitet? Ich habe mir so ein altes Papier oder Pappstück genommen und habe mal so ein bisschen drauf distressed, geglitzert und so weiter. Also ich habe hier Gilding Wax und Ink genommen und habe mal so ein bisschen Farben ausprobiert, die dann einfach auch zu diesem Bild gehören oder passen müssen. Was mir nicht so gefällt, ist hier oben dieses Honey Gold. Das passt nicht zu dem vorhandenen Glitzer. Ich mache mal das Licht ein bisschen an, dann seht ihr hoffentlich mehr. Ich schaue mal eben, was ihr seht. Nicht, dass alles irgendwie blendet. Nö, das sieht prima aus. Das kann man euch antun, falls nicht schreit. Honey Gold passt nicht zu dieser helleren Glitzerfarbe. Aber das Türkis, das passt schön. Und auch die Brauntöne und hier dieses Enchanted Marina, das ist meine Lieblingsstempelfarbe hier von den Blautönen, die passen perfekt so. Das hier darf einmal zur Seite gehen. Meine Vorlage auch. So, wir wollen jetzt hier den Rahmen ein bisschen bespaßen. Und zwar wollen wir als allererstes mal so ein bisschen für Grundfarbe sorgen. Und da muss ich jetzt das Bild trotzdem nochmal rausholen. Weil auch hier, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Jutta von Funkelkram, die hat auch mit diesem Papier gearbeitet. Und ich war erst so ein bisschen verwundert, dass sie, sag ich mal, auf dem schönen Papier hier nochmal so rumdistressed. Aber jetzt kann ich das verstehen. Weil, also der Pegasus, der darf wirklich weißer sein, finde ich, weil der darf so ein bisschen rausstehen. Aber diese anderen Elemente, die hier so weiß sind oder zu weiß, die kann man sich so ein bisschen abtönen. Oder die werde ich mir jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen abtönen. Dass nur noch der Pegasus so richtig schön weiß leuchtet. So, ich finde, das sieht jetzt einfach... Ja, gefällt mir besser. Der darf ein bisschen zur Seite gehen. So, gleiches Spiel mache ich jetzt hier und versuche auf diese graue Grundfarbe erstmal so ein bisschen bräunlichen Ton herauszubekommen. So, und ich mag das, oh shit. Ich habe mir gerade hier Glitzer in meiner Stempelfarbe geholt. Dieses Glitzer von diesem Stoff ist überall, Leute. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Obwohl, wenn ihr selber bastelt, könnt ihr euch das vorstellen. Diesen Stoff, ich bin so happy, dass ich den gefunden habe. Jetzt kommt das Aber. Es ist alles voll Goldglitzer. So, jetzt ist natürlich hier an der Stelle auch mal wichtig, die Ränder zu erwischen. Und ihr seht ja, das wird nur eine Grundfarbe, ne? Also das ist hier so der erste Streich. Und der soll auch recht dezent bleiben. Aber doch schon überall irgendwie. Naja, ihr versteht mich schon. Genau so, nur anders, ne? Genau so, nur anders. So, und hier mit den Bürstchen, da kommt man einfach schön in diese Lücken rein. In diese Wellen von der Wellpappe. Und diese Wellen, ja, also ich finde die einfach großartig. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht drauf gekommen bin. Also Jutta, vielen Dank. Vielen Dank für die Inspiration. Hat gewirkt. Auf jeden Fall. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt von Jutta von Funkelkram, die Videos, die sind so schön. Gerade die hier mit dem Infinity Cosmos. Ich hab mich einfach in dieses Papier verliebt. Und was soll ich sagen, ne? Hier sind wir jetzt und bauen da dran. So, also ich finde jetzt hier so für so eine Grundfarbe ist das doch echt schon mal gut. Schließen wir den Zirkus. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen von dem Round Espresso mit drauf machen. Vielleicht bräuchte ich mal einen Espresso, damit ich es aussprechen kann. Also noch so ein bisschen ein paar dunklere Stellen hier an versuchen. Aber irgendwie ist mein Ground Espresso hier so ein bisschen trocken. Da könnte ich vielleicht mal wieder nachhelfen. Alternativ, ich glaube, ich muss mir... Also dadurch, dass ich das Ground Espresso und anscheinend Marina und Vintage Photo, die benutze ich echt am allermeisten.
Ja, und das Wilted Violet. Nur dadurch, dass ich das so viel benutze, könnte ich vielleicht mal Nachfüllfarbe kaufen. Die Kissen sind noch fein. So wichtig ist auch, also das Buch, das wird man sich bestimmt auch von der Seite anschauen. Gerade weil dieses Heftchen dann oben drauf ist, dann möchte ich auch, dass der Rand hier anständig aussieht. So, was so ein Junk Journal ja halt mal mit anständig meint. Ne? Also das ist, ja. Anständig liegt im Auge des Betrachters. Also ich muss echt sagen, weiterhin und nochmal und überhaupt und außerdem, mir hat das so einen Spaß gemacht, mit dieser Pappe hier rumzuwuseln und rumzureißen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. So, gucken wir mal. Nehmen wir ein neues Bürstchen. Ja, das hier war, glaube ich, ganz nett von mir, wenn ich das für die hellen Farben nehme. So, wir nehmen jetzt ein schwarzes Bürstchen. Ich habe sogar noch ein schwarzes Bürstchen. Guck mal an, ich habe zwei, die ich schon braun eingefärbt habe. Und dann sollte ich vielleicht nicht noch ein drittes braun einfärben. Ja, mit dem dritten Mal. Hier ist ja auch schon Glitzer drauf, ohne dass ich das zum Glitzer benutze. So, diese Farbe, die habe ich noch relativ neu. Die gibt es auch noch gar nicht so lange. Die ist so richtig schön satt. Noch. Ich könnte mit diesen Bürstchen den ganzen Tag rumtüdeln. Warum betone ich das so? Ich habe mir welche zu Weihnachten gewünscht und zum Geburtstag. Und ich habe tatsächlich diverse Bastelsachen bekommen. Ja, das funktioniert. Diverse Bastelsachen bekommen, unter anderem diese wunderschönen Bürsten. So. Dieses Cosmos Infinity, das ist ja wirklich sehr mystisch und sehr, ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer so ein erhabenes Gefühl, wenn ich dieses Papier durchblättern anfasse, dann denke ich immer so, oh, hier musst du was richtig Besonderes mitmachen. Und das soll es auch werden. So, und jetzt möchte ich natürlich nicht alles gleichmäßig einfärben, sondern kleine Akzente setzen. Und am allerschönsten sind die Akzente hier, auch hier innen. Und da, wo das wirklich an ja, diesem 3D-Effekt gewinnt. So. Ja, das Gilding Wax werde ich wahrscheinlich recht sparsam einsetzen. Aber so ein bisschen Glitzer, also ich komme ja nicht drum rum. Ne? Also es muss nicht bling-bling sein, aber es muss einfach dieses Wow-Glitzer haben. Das muss. Genau, Türkis habe ich nämlich auch noch da, das Peacock Feathers. Da werde ich gleich auch nochmal den einen oder anderen kleinen Akzent mitsetzen. So. Also ich rede jetzt einfach hier vor mich hin und ich bürste und bastel jetzt hier einfach vor mich hin. Und das höre ich so langweilig mit den, ganz ehrlich, spule einfach vor. Es gibt ja tatsächlich Videos, wo ich dann einfach den Highspeed-Gang eingeschaltet habe. Aber heute wird das keins. Also heute könnt ihr Highspeed vergessen. Es ist der 1. Januar und ich bin heute nicht Highspeed. Definitiv nicht. Wenn ihr Highspeed wollt, ja, sucht euch Highspeed. So einfach kann es gehen. So, jetzt brauche ich hier irgendwie, wo habe ich denn eigentlich meinen Dobber für die Blaufarbe? Das ist doch hier die Sky-Farbe. Wohin? Ja. Also das passiert dann immer, wenn Katzen auf dem Schreibtisch rumlungern und rumwuseln, dass man seine Dobber nicht wiederfindet. Ne, ja, die ist schwarz. Naja, wo habe ich den denn hingepackt? Ja, der wird schon sich... Ach doch, guck, ich habe ihn zur Seite gelegt. Ja, Mensch, sag doch was. Stell den zur Seite und keiner sagt was hier. Das ist doch gemein. So. Das Peacock Feathers, das passt nicht perfekt zu diesem Papier, in diesem Style. Aber ich finde hier und da wirklich so ein
wie so ein Highlight irgendwo hingesetzt. Das ist jetzt ein bisschen die Brücke zu dem Gegenwix, was ich gleich benutzen möchte. Weil manchmal, wenn man so eine wilde Mischung aus Farben macht, also jetzt auch gerade, wenn ich jetzt hier, weiß nicht, die Pappe hat so einen grauen Ton, dann nehme ich noch mehr Brauntöne, die dazukommen, und dann gehe ich ins Dunkelblaue. Dann möchte ich wieder türkises Building Mix drauf machen. Das ist für manche Farbseele ein bisschen viel. Und wenn man dann hier so einen Übergang schafft, also wirklich noch so ein, ja, sag mal, so ein Türkis vom Peacock Feathers ist ja schon sehr, sehr schön türkis, ne? Wenn man das zusammensetzt, bevor man das Gilding Wax draufpackt. Ich finde, das ist fein. Lacht mich gerne aus oder erzählt mir irgendwie, dass ich einen Vogel habe. Ja, ein paar Wildvögel haben wir tatsächlich, aber durchaus mehr Vierbeiner als geflügelte Zweibeiner. So, ich glaube trotzdem, ich möchte noch ein bisschen dunkler das Ganze haben hier und da, weil es Cosmos Infinity, das hat ja sehr, sehr viel, wenn man sich das hier anguckt. Dieses Dunkle, dieses Nachtblau, Mystische. Ich wusste gar nicht, oder ich weiß bis jetzt nicht, wie ich diese Farbe, wie das Uncharted Marina zum Beispiel, was, wie würdet ihr das als Blauton beschreiben? Also Nachtblau ist es ja nicht, also Nachtblau ist, weiß ich nicht, ist das? Ja, also ich finde nicht, dass das ein Nachtblau ist. Ich weiß nicht, beim Faber-Castell-Kasten da, ich glaube, das ist ein Preußisch-Blau. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie, naja. Vielleicht habt ihr eine Idee für mich, welche Blaufarbe wir jetzt hier haben oder welchen Blauton. Mit dem Uncharted Marine. Oh mein Gott, Englisch ist noch nicht mit im neuen Jahr angekommen. Vielleicht kommt das ja nach. So. Ja, wie geht's denn euch, wenn ihr jetzt hier so ein fusseliges, nein, nicht fusselig ist es nicht, es ist rubbeliges Bastelstück habt? Könnt ihr euch dann mit dem Stressen irgendwie stundenlang aufhalten oder macht ihr das hier zacki zack und dann geht's weiter? Man will ja irgendwie mal zu den spannenden Sachen kommen. Zum Beispiel wollen wir das Ding jetzt hier gleich zusammenkleben. Beziehungsweise zusammenbinden. Also das Distressen ist halt eher so ein bisschen unspannend, oder? Wie geht's euch damit? Also meine Stimme sagt, jo, hast recht, ist unspannend. So, jetzt haben wir dieses. Mein Gilding Wax wäre jetzt der letzte Streich hierfür. Metallic Turquoise. Meine Lieblings-Distress-Farbe. Also ich bin sowieso der absolute Türkis-Liebhaber, deswegen ist springt mir dieses Journal auch sowas von, aber wirklich sowas von in mein Beuteschema, sag ich mal. Deswegen, liebe Sonja, ich freue mich, dass du Geburtstag hast und dass ich dir wieder was Schönes hier bauen kann und dann auch noch mit den Farben, die wir beide so gerne mögen. Wie geht's denn euch, wenn ihr, sag ich mal, was baut für jemanden, der jetzt was weiß ich, keine Ahnung, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel dunkelgrün und orange. Das wäre jetzt zum Beispiel mag ich jetzt nicht so Farben-Set. Aber es gibt natürlich Leute, die lieben dunkelgrün und orange. Macht ihr das dann trotzdem in den Farben, die die Leute gerne mögen, oder sagt ihr scheiß drauf, ich mach das, was mir am besten gefällt, weil ist ja schließlich meine Handwerkskunst. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ne? Also, ich versuche schon, den Geschmack der Person zu treffen. Ist, glaube ich, auch ganz freundlich, wenn man Geschenk macht. Nur bei manchen Sachen, also ich weiß nicht, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich ein Fußball-Journal machen könnte. Das ist so, weil sie mal für mich das am weitesten hergeholte. Jemand sagt, boah, kannst du nicht mal ein Fußball-Journal machen? Am besten noch für einen 10-jährigen Jungen. Ich glaube, ich würde aussteigen. Ich glaube, das wäre nichts, was ich könnte. Also, oder ich habe keine Vorstellung. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr, sag mal, überlegt, was ihr machen könnt oder machen wollt und es kommt kein Bild, nichts, null? So geht mir das mit
Zum Beispiel im Fußballjournal. Da kommt einfach kein Bild. So, ich finde, das ist mir gut gelungen. So, bisschen Eigenlob hier. Ich will ja nicht zu viel Glitzerkram, ne? Ich will ja so ein bisschen. Es soll Highlights bekommen. Vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen mehr drauf machen, weil diese Seite sieht man sehr. Bei der anderen kommt ja das Stöckchen noch mit drauf. So. Jetzt habe ich den blauen Finger. Lieblingsfarben blau. Meine Aufnahme läuft noch, das ist herzallerliebst. Kaffee ist wahrscheinlich mittlerweile kalt. Nee, geht noch. So, jetzt habe ich zwei verschiedene Schritte vor mir. Ich muss immer gut überlegen, dass ich das eins nach dem anderen in der richtigen Reihenfolge mache, weil sonst wäre dieses allein das Einbinden des Buches ja schon voll in die Binsen gegangen, wenn ich nicht mal eine Sekunde länger drüber nachgedacht hätte. So, dadurch, dass das relativ breit ist, hier auf dem Buchcover, habt ihr gerade gesehen, werde ich die Stöcke, glaube ich, so machen, dass der längere innen ist und sich dann hier reinbiegt. Der äußere hat ja so eine leichte Biegung und geht so ein bisschen nach außen. Also ich wollte die dann so zusammenbinden. Und vielleicht drehe ich die auch einfach um. Gefällt mir noch nicht ganz. Ich glaube, den einen werde ich noch ein bisschen kürzen, dass der jetzt länger ist, kürzer ist, dass dieser große Knick hier verschwindet. Ja, das werde ich tun. Dennoch haben wir hier erst ein bisschen Klebearbeit. Und zwar muss dieses Schatzi hier erstmal komplett drauf. Und danach packen wir das Ganze aufs Cover. Und danach erst können wir es lochen, damit wir das Gebänzel da dran binden können. So. Kleber. Ja, der beste Kleber ever. Also ich bin so happy, dass die Funkelkram-Jungs und Mädels diesen Kleber entwickelt haben. Ich weiß gar nicht, wer von beiden, sag mal, schuld ist, dass er wirklich entstanden ist. Ich denke mal, Jutta wird schon die Idee gehabt haben, wie so ein Kleber sein soll. Wunder, warum? Also, Wunder, wenn nicht. Wer sich im Endeffekt darum gekümmert hat, auch wirklich die, sag mal, eine Firma zu beauftragen, so ein Ding zu entwickeln. Who knows? Vielleicht haben sie es auch erzählt und ich habe nicht aufmerksam zugehört. Auch das passiert. Auf jeden Fall war das, ich weiß gar nicht, ich habe die letztes Jahr gemacht, ne? Also letztes Jahr kam da raus, oder? Ich glaube schon, doch. Ich habe Anfang des Jahres noch mit irgendeinem Kackkleber gearbeitet. Ja, ich habe davon schon so ein paar Becher auf dem Gewissen und ich bin da sowas von happy drüber, also... Sollte jemand von euch dieses Video jemals sehen, super geil. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mit diesem Kleber arbeite, dass es ihn gibt. Ich glaube, das schreibe ich euch mal, weil das ist wirklich... Ich habe mal gestern drüber nachgedacht, welche mal positiven, tollen Sachen es im letzten Jahr gab. Also es gab tatsächlich gar nicht so mega viele. Also ich habe mich natürlich mit meinem Kanal hier angefangen und alles, das war ein absolutes Highlight. Aber so, wo ich wirklich sage, auf der Privatnehme, ist richtig, richtig was passiert oder ist richtig, ich sag, Tag, Meilenstein, nicht so viel. Ne, viele schöne Kleinigkeiten, ja, aber so, wo man sagt, wow, Highlight. Oder da habe ich mich echt drüber gefreut und das hat mir echt das Leben erleichtert. Und bei dem Gedanken, das hat mir echt das Leben erleichtert, bin ich echt bei diesem Kleber hängen geblieben. Hab mir gedacht, so. Dieser Kleber hat mir wirklich das Bastelleben versüßt. So, und das, finde ich, kann man den Leuten, die den entwickelt haben, oder beauftragt, oder wie auch immer, kann man das ja ruhig mal mitteilen. Oder? Wie seht ihr das? Weil das nämlich wirklich und tatsächlich mein Bastel-Highlight war. Abgesehen von den vielen tollen Sachen, die ich hier mir zugelegt habe oder geschenkt bekommen und ganz neue Dimensionen an Möglichkeiten zu arbeiten. Ja, so. Der Pegasus. Bup, Pegasus sitzt. Jetzt möchte ich den hier draufpacken.
Und zwar so, dass wirklich diese Kante hier verschwimmt. Und zwar komplett. Wenn ich sie komplett verschwinden lasse, habe ich hier ein bisschen Kante über. Das ist, ich weiß nicht, wie cool ich das finde. Ich glaube nicht so. Deshalb werde ich sie erstmal ein bisschen abschneiden. Einmal ein bisschen downtrimmen, bevor ich hier rumklebe. So, ich wäre ja mal sehr gespannt, wie euer Bastelzimmer organisiert ist. Habt ihr alles, sag ich mal, so griffbereit? Wie ich jetzt? Also, blöd gesagt, ja, ich habe es tatsächlich, habe ich mir alles so um meinen Schreibtisch rumgebaut. Mein Mann sagt immer, ich habe mich hier wirklich mal eingeigelt oder wirklich eingebaut, sodass ich mit einem Handgriff hier meine Sachen zusammenkriegen kann. So. Ich glaube, dass es jetzt besser ist. Mache ich die Rückseite auch. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Das mache ich ein bisschen weniger als das, als die erste Seite. Schwupp. So, also du kommst aufs Buch, du kommst da drüber, du kommst da drauf, schließt das Blau ab. Zack. Jo. Hier unten seht ihr noch eine kleine Ecke. Die werde ich nachher hier noch so wegreißen. Kann nicht sein, dass da irgendwie eine rechtwinklige Ecke drunter ist, ohne dass wir das irgendwie ein bisschen anranzen. Ne? Das geht ja nicht. So, jetzt muss ich zweigleisig vorgehen. Also einmal will ich natürlich die Mitte hier vernünftig ankleben. Jetzt mache ich hier einfach mal so ein bisschen Kleber in den Mittelbereich. Und den Außenbereich, den werde ich hier auf der Unterlage bekleben. Weil ich keine Lust habe, mir hier den Hintergrund, also den über das Ding hinaus zu schmieren. Ich vermute mal, dass ich auf der Rückseite hier von dieser Pappe noch so ein bisschen distressen darf. Weil sonst sieht das ja scheiße aus. Das werde ich auch gleich noch tun. Ja, wenn man das aufblättert und die Pappkante drumherum schimmert durch und ist einfach nur dieses Pappgrau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist schlampiger Junk-Journal-Arbeit, wenn man das so macht. Und ich habe keinen Bock, schlampige Arbeit zu machen, weil jetzt jedes Stückchen ist fein. Macht Spaß. Und ich erinnere mich da oft an meine Gesangslehrerin früher. Ich habe mal Gesangsunterricht genommen, einfach aus Bock. Also keinen richtigen, sag mal, Sinn. Also ich würde, also klar, ich war auch mal zwischendurch in der Band und so, aber ich wollte Technik lernen und einfach davon weitermachen können. Auf jeden Fall, Maya hieß sie damals. Die Maya sagt immer, setz dich auf jeden Ton. Wenn du was Schwieriges singst, so, oder sagst, Hilfe, das kriege ich nicht hin, das klingt jetzt gleich total scheiße. Setz dich auf jeden Ton und genieße jeden Ton. Und so sehe ich das hier beim Basteln auch. Genieße jeden, ja, Ton ist jetzt hier gerade nicht ganz angebracht, aber genieße jedes Stückchen. Ne? Und dazu gehört auch für mich, dass ich die Ränder dann distresse, die man sieht, oder nicht alle, aber also die, wo ich sage, Mensch, das muss jetzt hier wirklich rund sein, dann mache ich das, auch wenn es dann manchmal nervt. Ne? Und wenn man so ein Journal durchgeht, feststellt, oh scheiße, ich muss ja eigentlich echt noch so 5, 7, 8, 9 Seiten distressen oder ich habe hier und da kleine Elemente vergessen, dann musst du da wirklich fummeln, dass das Distressing noch nachträglich funktioniert. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen, also bei mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es euch geht, dieses Stückchen Junk Journal Ehre. Das muss, also ich finde, das ist dann, das zu lassen, da kann ich echt, ich kann da nicht schlafen. Also ich sitze da und denke, also nee, das ist doch eine Kunstform und meine Kunstform, ne, also der Teil, den ich zu diesem Junk Journal Thema beitrage, hat dann auch so einen kleinen Ehrenkodex, wie ich möchte es wirklich rund haben. Ja, ich habe eigentlich keinen Hang zu Perfektionismus, aber wenn da so ein Stück wirklich, das ist wie so ein Störfall dann. Ja, ich weiß nicht. Also die Hardcore-Bastler unter euch werden mich mit Sicherheit verstehen.
dieses, ich weiß nicht, ich mag es dann, das fertige Werk wirklich anzugucken und sagen, ja, cool. Das ist so fein und so rund, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist jedes Mal anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, also glaubt nicht, dass ich hier jetzt alles tippitoppi hinkriege. Und es ist einfach, sag ich mal, ein perfektes Junk Journal. Aber es ist für mich vollständig. Also es ist jedes Mal anders als geplant, aber ich möchte es vollständig. So. Mein Herzchen wälzt sich jetzt ein bisschen. Das kommt schon mal vor. Ich denke mal, dass ich dann nachher nochmal mit meinem Bleisäckchen das Ganze ein bisschen beschweren werde. So, aber dieser Kleber, der backt halt echt super schnell. Wir legen das jetzt einfach. Ja, läuft. Wir legen das jetzt ein paar Minuten zur Seite. Weil ich habe ja natürlich noch. Weil ich habe ja. Genau. Weil ich habe ja solche Sprache zu Hause gelassen. Verdammte Axt. Erstmal Kaffee einfüllen. Nein, ich habe ja hier so ein Element noch für den Rücken. Und ich wollte das dann irgendwie kombinieren, also dass ich das so irgendwie auf den Rücken pack, wie auch immer. Also wie, werden wir noch sehen. Aber das ist ziemlich sicher. Und deswegen werde ich es jetzt einmal der gleichen Behandlung unterziehen, wie wir das mit dem vorderen Teil schon gemacht haben. Also einmal hier so ein bisschen rumstressen halt, während der Kleber trocknet. Je wilder, desto besser. So, ihr seht ja auch schon hier diese Fäden rumfliegen. Die werde ich gleich zum Verschluss degradieren oder befördern. Ich glaube, vom Faden zum Verschluss ist eine Beförderung. So. Ein bisschen Ground Espresso dazu. Durch. Anscheinend Charted Marina. Wenn ich jemals Tim Holz persönlich spreche, habe ich mir noch nicht mal überlegt, was tust du denn, wenn du den mal persönlich treffen solltest? Ich frage ihn auch, was er solche krassen Namen ausdenkt. Für seine Distress-Farbe. Das bringt mich schon manchmal an den Rande der Verzweiflung. Gerade in so einem Video hier rumzustottern, naja. Falls sich jetzt jemand fragt, ob ich mich jetzt zugebaut habe für dieses Video, ja, tatsächlich habe ich gut erkannt. Aber das macht gar nichts. Allerdings können wir jetzt das Zubauen mal ein bisschen auflösen. Obwohl, nee, können wir noch nicht. Ich muss möglicherweise nochmal nachdistressen. Was wollte ich jetzt? Gilding Max. Der blaue Finger. So, eigentlich gehe ich nur die von mir blau gefärbten Sachen so ein bisschen nach. Ein bisschen an den Rand hier. Tschakka, fertig. So wird es später auf den Rücken geklebt werden. Ich habe heute irgendwie sequenzielle Sprache. Kaffee einfüllen. So. Jetzt haben wir erstmal hier unser Buch. Stellen fest,
So viel muss ich ja gar nicht umdistressen, oder? Ich nehme jetzt auf jeden Fall. Ich nehme jetzt hier ein Charlotte Marina und. Wieso klebst du denn hier nicht fest? Du sollst doch da festkleben. Ich habe euch doch gesagt, klebt fest, lieber, ne? Dann macht das doch auch. So, damit breche ich jetzt hier diese Klebekante, dass ich hier so ein bisschen. Man muss nur vorsichtig sein, also das hier. Erstmal Satz beenden. Erstmal den Satz beenden. Ich breche jetzt hier diese graue Pappkante so ein bisschen, indem ich einmal drumherum distresse. Weil hier und da ist das nicht ganz gleichmäßig geklebt. Das ist halt so. Auch das, my friend, is a junk journal. Ja. Ich darf das, nein. Der junk journal als solches darf das. Ich will mich da gar nicht rausstellen. Ja, natürlich könnte man da jetzt noch irgendwie so ein Juteband drüber kleben oder was weiß ich, eine Feder rein. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Obwohl, nein, das ist mein Verschluss. Das ist keine gute Idee, auf die Seite eine Feder zu machen. Schick wär's. Ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. So. Zack, 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 zack. So, dann sind wir hier einmal wirklich rum. Und hier muss ich sagen, hier ist nur so eine ganz kleine Ecke, seht ihr, ne? Die fetze ich jetzt hier einfach raus. Ich gehe noch einmal mit Distress drüber. Zack, fertig ist der Lack. So, der würde jetzt ein bisschen doof aussehen, wenn ich die Seite hier schicke, Distress, und den ganzen Rest lasse ich bleiben. Na, und da dieser Teil hier auf das Buchcover aufgeklebt wird, ich hoffe, das ist hier noch einmal ein Bildausschnitt. Wenn nicht, stellt euch jemanden vor, da eine Seite Distress. So, jetzt habe ich auch überlegt, ob ich hier die Ecken knipse, dass sie rund sind. Nee, dadurch, dass ich die Pappe oben drauf habe, würde das wahrscheinlich komisch aussehen. Also jedenfalls in meiner Vorstellung würde das komisch aussehen. Und das sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, weil ich da den Stoff zu kurz gemacht habe. Oh mein Gott, auch das ist. Also, handgemachte Unregelmäßigkeiten. So, jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen was mehr wegräumen, weil jetzt müssen wir nämlich hier Löcher machen. Vielleicht müssen wir auch noch den Ast ein bisschen kürzen. Ast, also den Zweig. Wollen wir mal nicht übertreiben, nennen wir es Zweig. Das wäre ehrlicher. So, zwei Sachen. Einmal, das Ding wird so rum sein. Meine Rückseite lege ich mal weg. Das Ding wird so rum. Auf dem Buch liegen, so aufgehen. Ich habe die komplette Rückseite, werde ich aufkleben. Jetzt kommt's. Geräusche gehört im Haus. Sind die Silvestergäste schon wach? Ich glaube es ja nicht. Das hier wird mein langer. Oh, Gottes Willen, jetzt habe ich euch schwindelig gemacht. Das wird mein langer Faden, mit dem werde ich die Zweige anbinden. Und dann habe ich eigentlich zwei kurze Fäden. Oh, ist jetzt heute. Okay. Eigentlich die beiden kurzen Fäden und die möchte ich hinter das Journal kleben, dass sie da rauskommen, mit aufgeklebt werden und dann zum Zubinden mit den anderen Fäden an den Stöckern da sind. Das heißt, da werden zwei Schleifen drauf kommen. Und dafür werde ich hier diese Wolle ein bisschen auffransen, sage ich mal, dass die besser klebt, also dass mehr Auflagefläche ist. Schwuppdiwuppdiwupp. Naja. Hätte ich mir jetzt ein bisschen schneller vorgestellt. Hätte ich auch schon machen können. Wenn ihr irgendwie zwischendurch gelangweilt seid, keine Ahnung, holt euch einen Kaffee oder so. Tee, Schnaps, Bier, keine Ahnung. Tatsächlich Menschen unten im Flur. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal euch hier eine kleine Pause gönnen. Für euch wird es ein Augenblick sein. Dieses Video wird gleich einen kleinen Zeitsprung machen.
Aber ich werde euch genau an dieser Stelle, wo ich diese Wolle aufgefusselt habe und hier hingelegt habe, werde ich euch gleich wieder dazu holen, um diesen Verschluss mit euch zu bauen. Das will ich auf jeden Fall in diesem Video noch schaffen. Hinterkleben und den Schleifenverschluss mit Stöckchen. Bin gleich wieder da.